Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Mazda MX-5 heute hier vorstellen. Steht noch dabei Super 20. Okay, also Baujahr 2010 dürfte sein oder sollte damit gemeint sein. Er kostet hier 14.000 Euro in Anschaffung und 714 Leasing. Ja, 240 km/h steht einmal hier, soll das schnell sein. Ja, wir werden mal schauen, was wir fahren können und was wir überhaupt erreichen. 120 Liter Kraftstofftank, oh, hat schon einen riesen Tank, würde ich mal sagen. Ich glaube, es sind 50 Liter oder 55, ja, 60 glaube ich nicht. Ja, wir haben hier eine Leistung von 250 PS, entsprechend hier 184 kW. Wir haben hier die Möglichkeit der Farbwahl zum Beispiel. Können wir hier schon mal was machen, würde ich mal sagen. Mal schauen, ob wir hier auch ein schönes Matt reinkriegen. Das sind hier noch die Glanzfarben, also vielleicht hier oben, ja. Dann ja, haben wir hier noch die Möglichkeit, hier also Abziehbilder drauf zu haben oder ja, so Design was, aber da haben wir nicht die Möglichkeit hier der Farbwahl. Dann vorne bei der Stoßstange eine Frontlippe für die Aerodynamik und den Bodenanpressdruck und hinten einen Heckspoiler. Diese Sachen hier können wir machen. Und mehr ist leider nicht da. Wir schauen uns das gute Stück jetzt hier an. Ich habe es ja schon einmal gekauft hier im Weiß. Sieht auch ganz cool aus, so in den Design natürlich. Wir können hier die Haube mit X öffnen. Da sehen wir hier das Kraftaggregat mit Domstrebe. Kühler Ausgleichbehälter, Brems, also System, dann Scheibenwaschanlage und andere, keine Ahnung was das ist, vielleicht Elektraulik oder was auf der linken Seite da, weiß jetzt nicht. Wir steigen einfach mal ein. Sind wir jetzt mit X, können wir die Haube schließen oder öffnen. So, starten wir einfach mal hier unser Aggregat und ja, mein Lenkrad sollte ich auch mal eigentlich aktivieren, ja. Ja, wir haben hier diesen Pickup-Sound, also müsste eigentlich nichts sein, finde ich. Man könnte ja eine andere Audiodatei nehmen. Ja, Reifenspuren, wie wir sehen, macht er, macht aber dafür schmälere. Die Räder, die stehen hier also ein bisschen schräg. Das ist bewusst so. Ja, KI-Hupe. So. Wir fahren einfach mal hier den nach oben. So, Lampe mal anschalten. Dann sehen wir hier, wow, da wurde doch ein bisschen was dran gemacht hier. Wir haben sogar Kaderwelle dargestellt. Hier hinten sogar hier, also mit den Achsen und das alles, ja, wurde hier gemacht. Das finde ich super, toll. Gefällt mir. So. Jetzt fahren wir mal zurück. Rückfahrlichthammer. 45, Bremslicht. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle natürlich unser Lichttest natürlich. So, das normale Licht. Vorne und hinten. Sieht schon mal ganz cool aus. Dann hier Fernlicht. Nebelleuchten. Numbit 5. Numbit 6. Linker. Dann natürlich hier Innenansicht. Das Licht eingeschalten hier, wie es innen drin schick ausschaut im Dunkeln. Blinkerkontrolllampen, ja, funktionieren alles. Dann die anderen Kontrolllampen leider sind hier nicht aktiv für die anderen Lichter. So, jetzt gehen wir natürlich wieder hier ins Tagesgeschehen natürlich über. So, so sieht das Ganze natürlich hier im Tag aus. Finde ich ganz gut gemacht natürlich. So, ja. So, Spiegel hier mit Funktion und sind vorhanden, außer der Innenspiegel, der eigentlich falsch eingestellt ist, weil er zeigt nach hinten unten. Ich würde mal sagen, ja, wir fahren jetzt eine kleine Runde.
241 sind hier eingetragen. Mit Schaltsound. Es kommt mir vor, als ob das hier aus dem Formel 1 Sound raus ist. Oh, lässt sich relativ eigentlich bis jetzt gut fahren. Ja, 180. Wow. Ja. Ich habe leider jetzt den Schluss nicht mehr gesehen, wie schnell ich war, aber ist ja nicht schlimm, würde ich mal sagen. Ich schätze mal 190, wenn wir drauf gehabt haben. Ich würde mal sagen, wir stellen das Auto dann gleich mal irgendwo ab und schauen den noch von der Seite natürlich mal rundherum an. Oh, Bremsen, ja, es geht schon einigermaßen. So. Sind wir jetzt hier also vorne die Frontklappe. Wir haben hier einen dargestellten Abschlepphaken, der was auch modelliert worden ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass er keine Funktion hat. Dann haben wir schicke Felgen, Rauf, Bremssattel, das alles sieht man ganz gut. Wir haben normale Bremsscheiben, keine gelochten da. Dann sieht man hier hinten schick die Rundung. Sieht echt, nach meiner Meinung her, gut gemacht aus. Auch so her kommt er ganz gut rüber, muss ich sagen. Also schicker Sportwagen für einen modernen Bauer, der was gerne mal auch mal hier einen heißen Ofen natürlich fährt. Ja, jetzt schauen wir hier uns natürlich hier die Lok an. Da sehen wir jetzt hier, die Lok her ist hier fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat hier natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.